Ein Notruf erreicht Anne Leuschner und Michael Weber. Die Inhaberin eines Taxiunternehmens meldet, dass einer ihrer Fahrer im Stadtteil Köln-Rodenkirchen stillen Alarm ausgelöst hat. Ich wollte sagen, IX 2882, das ist der, oder? Und den halten wir mal an. Immer vorne rechts ranfahren hier. Ein stiller Alarm wird sofort an die Taxizentrale übermittelt. Den Polizeibeamten wurde gemeldet, dass ein Mann den Wagen lenken soll. Doch dann die Überraschung. Tachchen, die freundliche Polizei. Mal die Hände aufs Lenkrad. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was werfen Sie mir denn vor? Sie sind Taxifahrerin? Für diese Taxi, ja? Ja, ich fahre das. Gelegentlich, natürlich. Steigen Sie mal aus, bitte. Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch nur Auto gefahren. Sind Sie Taxi gefahren? Na, wir haben zu diesem Taxi eine Meldung, dass irgendwas vielleicht passiert ist. Anne Leuschner vermutet, dass der eigentliche Fahrer den Notruf noch abgeben konnte, bevor der Wagen dann gekapert wurde. Sie wissen aber, dass bei so einem, Sie sind ja Taxifahrerin, Sie wissen, dass der stille Alarm auch nicht nur an dem Taxi ist, sondern dass der auch aufläuft. Also wissen Sie so genau, habe ich mich mit der ganzen Technik noch nicht beschäftigt. Bleiben Sie noch zur Prüfung. Stopp, stopp. Ja. Ich sage Ihnen, wenn Sie aussteigen dürfen, ja? Man vergisst doch auch immer mal die Hälfte. Meine Güte, ist doch nicht so schlimm. Es fährt und das... Nee, wer sind Sie denn? Läuftet aber nicht. Sie haben ja auch eine Verantwortung. Wer ist das? Ist das ein Fahrgast? Sie bleiben ja, da drin sitzen. Ja, wo soll's hingehen? Ich sage Ihnen, wenn Sie aussteigen. Ist das okay? Warum? Sie bleiben da drin sitzen. Ich sag's. Und dann kann ich. Ich sag's nicht nochmal. Ich kann nicht. Aber. Sie bleiben da drin sitzen. Sie können auch vernünftig mit mir umgehen. Was soll das? Dude, hast du das im Griff? Sie müssen mich doch nicht anfassen. Sie bleiben jetzt da. So, Sie gehen mal kurz da rum. Rinder. Kommst du mal rüber hier? Dreh dich mal zum Auto. Dreh dich mal zum Auto. Dreh dich mal zum Auto. Was ist denn das? Die Busse müssen wir jetzt hin? Was hab ich denn gemacht? Die Hände nach hinten. Rechtens. Das ist nicht rechtens. Lassen Sie locker. Das ist nicht. Lassen Sie locker. Das tut weh. Die Füße nach hinten. Die Polizisten finden bei dem Mann 290 Euro und ein Messer. Sie vermuten, dass er und die Frau dem Taxifahrer etwas angetan haben. Anne Leuschner setzt die Fremde deshalb unter Druck. Ja, ich bin Kollegin. Also so, können Sie runter. Kollegin, ganz locker. Ganz locker. Kollegin von wem? Ganz locker. Von dem Herrn Bungert, der fährt. Ach, da ist doch, Sie ist sind doch ja, habe ich schon gesehen, das Messer, deshalb wundere ich mich ja, weil eigentlich hier der Herr Bungert ja, sitzen soll. Und wenn ich Sie angucke, sind Sie auf keinen Fall Herr Bungert, richtig? Nee, sehe ich nicht so aus, oder? Nee, sehen Sie eben nicht, deshalb bin ich verwundert. Und wenn ich das Verhalten von Ihrem angeblichen Fahrgast sehe, dann finde ich das jetzt sehr merkwürdig. Also, ich muss mal was sagen, der wollte nee, mich jetzt überfallen. Sage ich Ihnen was. Der wollte mich überfallen. Was meinst du, warum ich so ruhig bleiben musste? Was sitzen Sie denn in diesem Fahrzeug? Wo ist denn der Fahrer? Wie gesagt, ich bin Kollege von dem Herrn Bungert. Ja, und wo ist er? Keine Ahnung, vielleicht ist er ein Kind vom Kindergarten abholen gegangen. Vielleicht? Ich weiß es doch nicht. Meinen Sie, sie meldet sich jeder bei mir persönlich Sie ab? Geben mir Ihre Personal hin, bitte. Einmal hin in die Ecke. Warten Sie. Und Ihre, Einmal hinsetzen. Ihre Lizenz? Dass die habe ich ja nicht dabei. Die haben Sie nicht dabei. Wieso nicht? Die habe ich verlegt in der Hektik. Keine Ahnung. Frau Bungert. Sie sind Frau Bungert. Sind Sie die Gattin von Herrn Bungert? Ja, aber das hat sich ja schon längst alles erledigt. Wir haben uns ja auch schon getrennt. Ach so, und dann wissen Sie aber nicht, wo er ist? Nein, aber fahren Sie ein Taxi? Weiß ich nicht, wo er ist. Wo ist Kai? Geht's ihm gut? Das wissen wir nicht. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Elke Markowski. Ich habe die Polizei gerufen. Sie sind die Taxi... Ich bin die Inhaberin, genau. Anne Leuschner ermittelt, dass die Inhaberin des Taxiunternehmens mit dem vermissten Taxifahrer liiert ist. Seine Ex-Frau, die sich als Kollegin ausgibt, kennt sie nicht. Das ist die Betreiberin von diesem Taxi. Ja. Und dass spätestens die wissen muss, wer diese Taxi hier fährt, ist klar, oder? So. Ja. Und Ihrer Meinung nach? Ist es Herr Kai Bungert. Und genau. Frau Bungert fährt nie für Nein, Sie. Nein, sie ist gar nicht bei mir im Unternehmen tätig. Haben Sie einen Taxischein? Nein, also, nein, ich habe keinen Taxischein. So, und was machen Sie nun in diesem Fahrzeug? Ich hatte... Ja, was? Ihn halt abgeholt, ja, mitgenommen. Komm, die Beamtin will von der Ex-Frau wissen, was sie und der Fahrgast dem Vermissten angetan haben. Die Befragte schweigt eisern. Anne Leuschner lässt jedoch nicht locker. Wo haben Sie denn das Fahrzeug übernommen von Ihrem Ex-Mann? Am Waldstück. Da habe ich meinen Freund abgeholt und das Auto stand halt da. Okay. Sagen Sie, kann man,
Kann man das hier nachvollziehen, so wie Strecken gefahren werden? Wir haben ein so? Navigationssystem drin. Können Sie da mal gucken? Ich bin da so ein bisschen nicht ganz so technikaffin. Ja, vielleicht finden wir ja da die Adresse. Dann fahren wir doch da mal hin, wa? Gucken wir mal. Ja. Wir können ja mal gucken. Würden Sie denn den Weg wieder zurückfinden? Ich meine, Sie sind ja auch hierher gefahren. Es war übrigens auch nicht besonders sicher, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben in einem Waldstück Halt gemacht. Haben Sie da eine Adresse? Wie soll ich den Weg zurückfinden? Ich bin in Köln. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin hier. Wie, Sie wissen nicht, wo Sie sind? Ja, ich bin keine Taxifahrerin. Ach, sind Sie nicht? Nee, bin ich ja scheinbar nicht. Steinweg 5. Sie sind ja Taxifahrer, wa? Das heißt, Sie würden da auch hinfinden. Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann würde ich Sie doch bitten, fahren Sie doch einfach vorne weg. Ja, okay. Und wir fahren hinterher, ehe wir nämlich hier rumirren. Ja. Und das nachher auch nicht finden. Darf ich vielleicht meine Handtasche noch mitnehmen? Nee, die nehmen wir mit, weil wir nehmen ja auch Sie mit. Kommen Sie mal. Also der Kollege fährt jetzt zu den Stellen. Ja. Verstärkungskräfte bringen den Fahrgast zur Wache. Denn die Polizisten vermuten, dass er den Taxifahrer überfallen hat. Sie hoffen, den Vermissten an der letzten Zieladresse zu finden. Im Gegensatz zu dessen Ex-Frau. So, Sie erkennen das? Was soll ich nicht erkennen? Die Örtlichkeit? Ich kann mir auch nicht alles merken. Mir sieht jeder Busch aus. Ja, aber Sie sind aus. Ja von hier losgefahren, offensichtlich. Ja, weil jetzt sind wir ja offensichtlich da gelandet, weil der Busch stand. Ja, kann sein. So, Sie sind so nett, bleiben hier. Einfach mal ganz gemütlich sitzen, okay? Okay. Gut. Also laut Navi ist das die angegebene Adresse. Okay. Mehr steht jetzt auch nicht drin. Ja, müssen wir mal gucken. Das Gebiet hier auch gar nicht. Also hier, gemäß Navi, genau... Genau hier die Stelle. Steinweg 5. Das ist jetzt nach dem Navi, ja? Ja, das ist die letzte Adresse, die eingegeben wurde. Hier steht jetzt kein Auto, nichts. Nein, gar nichts. Wollt ihr vielleicht joggen oder dass er sein Auto hier ist jetzt nicht der Läufer oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Hätte er gesagt, er hätte sein Auto hier stehen lassen. Nein, er hat einen Auftrag und wollte dann zum Bahnhof. Okay. Und dann, da ist ja seine Stelle, wo er immer abfährt. Gut. Micha? Also pass auf, Ja? Ich habe jetzt das Messer im Auto und das Geld. Kann das nicht doch sein, dass der sie überfallen hat? Von dem Typen? Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also auch wenn ich mir den angucke, wie er sich verhalten hat. Aber ich meine, es ist doch ein Riesenzufall, oder? Das ist die Ex von dem, der das eigentlich fahren sollte. Und Sie sind ja die momentane Lebensgefährtin von dem Herrn Bunge? Chefin und Lebensgefährtin. Ja. Also, das ist doch schräg, oder? Ich meine, dann hätte sie das ja auch sagen können, warum sie fährt. Sie sagt nicht, kannst du knicken. Ja, ich wollte das Messer. Hast du das gesehen, das Messer hier? Ja, ich habe es vorhin kurz gesehen. Und die 200 heftig, heftig, Euro. Ja. Also, das ist schon ordentlich. Also, ich pack das mal hier vorne rein. 290 Euro, könnten die in der Kasse gewesen sein bei ihm? Ja, die könnten in der Kasse gewesen sein von den Einnahmen, ja klar. Okay, also das würde auf jeden Fall... Ja. Wir gehen mal in die Richtung, müssen wir jetzt mal gucken. Soll ich hier warten? Ja, das wäre lieb. Die Polizeihauptkommissare wollen die Taxibetreiberin schützen, denn sie wissen nicht, in welchem Zustand sie ihren Lebensgefährten auffinden. Sie entdecken schon bald eine Spur. Also nehmen wir jetzt mal an, der Bungert selber. Ach, guck mal hier. Warte mal. Hopp, Manni. Guck dir das mal an. Das sieht ein bisschen aus. Nur irgendwas. Das sind die Papiere von dem. Das sind die Papiere von dem. Guck mal. Ja. Und guck mal hier. Siehst du das? Kai Bungert. Das sieht aus wie Schleifspuren. Also Geld ist nicht mehr drin. Dann war's was. Nee, Geld haben wir ja. Lass mal hochgehen. Nicht, dass wir hier jetzt noch eine Entdeckung machen, hier, die uns nicht gefällt. Ja, der ist nicht der Erste, den man im Wald findet, wa? Die Einsatzkräfte befürchten, dass der aggressive und festgesetzte Verdächtige den Taxifahrer mit dem Messer verletzt haben könnte. Und zwar schwer. Herr Bungert! Ach Mensch, hier! Herr Bungert? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Warte mal kurz. Oh. Warte kurz. Komm mal, schon mal schreien. Warte mal, ich mach das mal. Kann jetzt ein bisschen wehtun. Warten Sie mal. Oh, Mensch, was ist mit Ihnen denn passiert? Sie sind Herr Bungert? Ja. Mensch. Was ist passiert? Ich wurde überfallen. Wie lange sind Sie denn schon hier? Brauchen Sie einen Krankenwagen?
Ich rufe einen Krankenwagen. Nein, Krankenwagen geht schon. Wo machen Sie mit hier? Na, geht schon sieht aber nicht so gut aus. Nach geht schon sieht er nicht aus. So. Warte mal, ich glaube. Hat sich aber eine richtig Mühe gegeben mit dem Seil hier. Wer war das denn? Kannten Sie den? Ich hatte einen Fahrgast gehabt. Ja. Er wollte am Bahnhof mitfahren. Ja. Er ist bei mir eingestiegen. Okay. Er wollte zum Steinweg 5. Das ist da war hier unten, vorne. Ne? Ja, und dann sagt er zu mir, können Sie, ich soll in diesen Waldweg reinfahren. Sie mal die Finger. Sein Kumpel würde hier warten. Okay. Wie sein Kumpel würde hier warten? Ich bin dann kurz hier reingefahren, wollte abkassieren. Ja. Dann wurde er grob, ich sollte sofort aussteigen. Dann habe ich noch kurz den stillen Alarm ausgelöst, bin dann natürlich dann auch schnell ausgestiegen. Okay. Dann kam er mit dem Messer auf mich zu, hat zugeschlagen und dann bin ich hier wieder wach geworden. War das so ein Muskelmann mit Glatze? So ein aufgepumpter mit Glatze. Tätowierung? Ja, voll blutig. Dann haben wir den schon. Also den haben wir. Mit dem Messer hat der Täter den Taxifahrer aber nicht verletzt. Jetzt gilt es zu klären, was die Ex-Frau mit dem Überfall zu tun hat. Zuerst wollen die Beamten aber die Unternehmerin informieren. Und hier steht der Umfeld hier. Was ist passiert? Seien Sie mal ein bisschen vorsichtig. Geht ihm nicht so gut. Oh Gott, geht's dir gut? Sieht eher nicht so aus. Ist wieder alles okay so? Ich habe die Polizei gerufen, nachdem du den stillen Alarm ausgelöst hast. Und bin hinterhergefahren. Und wer saß im Auto? Ja, noch für den 1428. Was, meine Ex? Ja. Ja, die sitzt jetzt übrigens in unserem Auto. Ja, wir haben den Taxifahrer gefunden. Das gibt's doch nicht. Sie hat das Auto gefahren. Ja, wie war so ein Pumper. Als es zum Bezahlen ging, hat ihm einer rübergehauen und dann hat er mich da am Baum gefesselt. Ach, Scheiße, ich weiß nicht mal, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß auch nicht, was sie damit zu tun hat. Da war ja die. Ihre Ex-Frau war da nicht mit bei, ne? Nein, es war nur dieser richtige Pumper da. Das klären wir jetzt mal. Ihre Ex-Frau sitzt jetzt übrigens bei uns auf dem Fahrzeug. Das können Sie ja vielleicht gleich noch mal mit ihr klären. Ach, guck mal. Die will auch schon, glaube ich, was klären. Ich lass sie mal kurz raus, wa? Oder soll man die erstmal festbinden jetzt im Auto? Ja. Nee, lass mal. Die habe ich, glaube ich, im Griff. So, Frau Bungert, gucken Sie mal, haben wir Ihren Mann gefunden? Freuen Sie sich jetzt, ne? Freuen Sie sich, mal jetzt ruhig. So. Du dumme Drecksau. Du hast mich von Anfang an betrogen, richtig? Gib's da mal zu! Verdammt, tun Sie mir nicht alle auf weg! Ja, denn vielleicht benehmen Sie sich einfach mal. Hör mal! Wenn du so schnell eine neue findest, war das doch sowieso nie ernst. Und dann erzählst du mir von einem, du hast mich geliebt und so eine Scheiße. Ich habe gehört von einer Bekannten, lachen Sie mich nicht aus. Nee, mach ich habe von einer Bekannten gehört, dass du so glücklich bist wie nie zuvor. Wer war denn dieser Mann da jetzt in dem Taxi? Hast du was das damit zu tun? Das geht dich einen Scheißdreck an. So, wer war das denn? Wollen wir dabei frag wissen. Ihn doch mal selber. Frau Bungert, können wir Sie vielleicht noch mal fragen, wie der Kollege da heißt, der mit Ihnen mit dem Kann Fahrzeug ich meinen Mann vielleicht erst mal zur Rede stellen? Haben Sie doch schon nämlich nicht mehr Ihr Mann. Der gibt mir ja nicht mal Antwort. Ja, wahrscheinlich aber würde ich ihn auch nicht. Will er einfach ja nicht mehr mit Ihnen reden. Dann haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer war der Typ im Fahrzeug, im Taxi? Ihr neuer Freund? Ja. Und der heißt wie? Das erklärt einiges. Wie heißt und der? Und der geht mit dem Messer auf mich los? Der hätte mich umbringen können. Mit dem Messer hat er mir an die Kehle gehalten. Ja, meine Güte, das hat er doch gar nicht vorgehabt. Du Penner. Also denk doch mal nach. Ich wollte dir einfach nur eins auswischen. Ich wollte dir eins auswischen. Du hast mich so wie Dreck behandelt die ganze Zeit. So. Und dann auch noch deine Vorgesetzten. Willst du dich hochbumsen oder was? Schreierei. Also, bin ich froh, dass ich dich los bin. Die Täterin hat ihren neuen Freund offenbar dazu angestiftet, ihren Ex-Mann zu überfallen. Polizeihauptkommissarin Anne Leuschner redet der Frau ins Gewissen. Aber fahren Sie erstmal ins Krankenhaus. Wie fähig bist. Nach den Jahren alle. Tja, kann der Mensch immer nur vor den Kopf gucken. Das die ist halt Jahre so. Hast du aber sehr schnell vergessen. Jetzt hören Sie mal zu. Jetzt mal in Ruhe. Der ist ja jetzt weg. Aber das ist doch keine Lösung. Sie können doch nicht so damit umgehen. Oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Sie haben können eine bessere Idee. Ja, reden und vielleicht einfach Sachen auch mal so nehmen, wie sie sind. Mhm. Das ist, so ist das Leben. Ja, er hat das mir jetzt nicht meine Antwort gegeben. Was ist denn das für ein Reden, bitte? Er hat doch eine Antwort gegeben. Er will sie nicht mehr und er will, ist da glücklich. Ist das so schlimm? Sie sind doch auch glücklich mit ihrem neuen Lover, oder? Da müssen wir nicht so was machen. Das ist eine Straftat. Rache. Das ist ein Verbrechen, Rache. Was da passiert ist. Ja. Da wird jetzt ihr neuer Lover mindestens ein Jahr für in Haft gehen. Das ist doch keine Lösung. Ich wollte doch auch kein Verbrechen begehen. Ja, ich wollte ihm doch nicht schaden. Ich wollte ihm einfach eins auswischen. Aber komm, Anne, lass uns fahren. Ist nicht richtig. Komm. Ist nicht ja, die richtige ist ja okay. Art. War nicht die richtige Art. Pack sie ein und dann. Es stellt sich heraus, dass die Täterin erst am Tatort dazu kam. Sie fuhr das Taxi ihres Ex-Mannes, weil ihr neuer Freund keinen Führerschein besitzt.